Ja, moin und was geht ab, ihr Landratten? Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Kasi on Tour. Ja, irgendwie habe ich den ganzen Vormittag schon meine Wetter-App beobachtet. Eigentlich sollte es nämlich überhaupt nicht geregnet haben. Aber so wie das natürlich dann kommt, wie es kommen muss. Es hat den ganzen Vormittag geregnet. Ja, und jetzt ist das Wetter so gut. Ein bisschen auf. Wir haben angenehme 9 Grad und ich bin jetzt auf dem Weg. Fahr mal runter zum Hafen, gucken, ob die Schiffe alle da sind und ja, nehmen euch einfach mit. Ja, wie immer. Weiß ich noch nicht ganz genau, wo ich lang fahre. Ich denke, ich werde gleich ein Stück Stadtautobahn fahren. Damit ich nicht die ganze Zeit jetzt kreuz und quer durch die Stadt fahren muss. Von mir ist es ja doch immer noch eine ganze Ecke weg. Ich habe jetzt 934 Kilometer mit dem Forza 125 gefahren. Habe nächste Woche Donnerstag die erste 1000er Inspektion. Das heißt, also ich werde wahrscheinlich die 1000 Kilometer heute schon voll machen. So, jetzt geht's los auf die Stadtautobahn. So, hier fahren sie natürlich alle wieder ein bisschen geselliger. Weil hier kommt nämlich gleich der mobile Fotoautomat, der ein paar hübsche Passbilder macht. Da steht das gute Stück. Fahre ich gleich in die Hafen für die. So, das Wetter ist hier genauso bescheiden wie bei uns am Rheinweg. So, da hinten könnt ihr schon die Spitze von der Elfi sehen. Das Ganze in einem Hamburger Touristengrau. Straßen hier, ey. Leck mich am Arsch. Uli, fahr zu da! Oh. Digga, ich krieg eine Krise. Also mit Uli reisen tue ich nicht da. Der fährt mir hier viel zu langsam. Entschuldigung, wenn ich mir zwischendurch mal die Nase hochziehe, aber echt bei dem Wetter nach wie vor, ne? Die Nase läuft einen den ganzen Tag. Echt zum Kotzen. So, ich mache jetzt kleine Pause an der Ölfi.
Ja, ihr Lieben, ich werde gleich definitiv noch mal ein bisschen spazieren gehen. Werde dann natürlich auch die Kamera mitnehmen. Allerdings habe ich mein externes Mikrofon zu Hause vergessen. Das heißt, ihr könnt dann das auch ein bisschen genießen, ohne mein Gesabbel hören zu müssen. Und ich wollte ja eh so ein kleines Video noch machen über die Insta 360 Grad Kamera. Und da kann ich dann gleich mal ein paar Eindrücke sammeln, die ich euch dann in dem Video auch mitteilen kann. So, ich habe jetzt meine Zigarettenpause beendet. Werde jetzt mal eben den Standort wechseln und dann will ich mal ein bisschen spazieren gehen. Muss gleich noch mal gucken, wo ich den Roller am besten abstelle. Privatgrundstück, das ist ja hier auch immer so eine Sache, ne? Aber ich werde schon eine Möglichkeit finden. Hier steht er eigentlich ganz gut. Ja, ich genieße jetzt noch schnell meine Zigarette und dann werde ich mich auch gleich so langsam wieder auf dem Heimweg machen. Irgendwie hat sich das jetzt doch ganz schön zugezogen und ich denke mal nicht, dass das da den ganzen Tag noch so hält. Auf jeden Fall war ich mal wieder 2 Stunden unterwegs, tat richtig gut und ja. Alter, guckt euch mal an, wie viele Tauben hier, ey, wenn ihr mich anscheißt, ne, ich schwör's euch. So, jetzt geht's wieder nach Hause. Irgendwie ist die Sonne auch weg. Auch hier so die kleinen Gassen und so, echt voll cool. Ja, im Endeffekt, ich wohne schon so lange in Hamburg, aber ganz ehrlich, ich kenne hier so die Ecken noch gar nicht. Ich werde demnächst auch mal wirklich eine kleine Fototour machen und so. Einfach mal wieder die Kamera mitschnappen und einfach mal losziehen. So, langsam bin ich wieder in heimische Gefilden. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Rückfahrt weitestgehend über die Autobahn zu machen. Geht ja doch ein bisschen schneller. Bin ja mit dem Vorteil auch noch nicht so oft auf der Autobahn gewesen. Weil das natürlich bei winterlichen Temperaturen erst echt keinen Spaß macht. Aber heute war es eigentlich ganz angenehm und insofern passte das ganz gut. Und habe mir dadurch natürlich jetzt auch locker mal 20 Minuten eingespart. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Ausflugstour gefallen, die ich heute mit euch gemacht habe.
schön, dass ihr dabei wart. Und ja, sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zugucken. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Kasi.